Hallo und herzlich willkommen wieder hier zu einem schönen Intermezzo-Spiel. Ich bin Eldritch und ich habe eine Demo-CD rausgefunden aus meinem Schrank. Also, ich habe sie gefunden, sie fiel heraus. Und ich dachte, ich spiele die mal. Ich habe keins dieser Spiele außer dem hier mal gespielt. Fritzi Fisch und der verschwundene Schatz will ich irgendwann auch nochmal machen. Aber was auch immer das ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hier, Captain Blaubeer kennt man. Elroy, der jagt den Technokäfer. Bauerbongs Buchstabenhof. Das klingt toll. Das Hiha-Hosenland. Die Zahlenstadt. Mein Schatz. Oh mein Gott. Fangen wir mit Bauerbongs ab. An. Oh, das sieht toll aus. Bauerboxhof! Willkommen auf meinem Bauernhof. Ich heiße Alfred Bonk und auf meinem Bauernhof lernst du nicht nur alle 26 Buchstaben des Alphabets kennen, du erfährst auch viel über das Leben auf dem Bauernhof. Zu jedem Buchstaben gibt es Spiele und Geschichten. Zum Vorstellen müssen wir uns aber leider auf drei Buchstaben beschränken, und zwar E, F und G. Also wähle einen Buchstaben aus und wir werden unseren Spaß damit haben. Oh, da bin ich mir sicher, Bauerbongs. Ist das deine Frau? Man sieht's hier, ne? Guck mal, die trägt Lippenstift. Ist das normal? Oh mein Gott, ich fühle, das wird richtig gut. E. Bist du bereit? Ich Dann bin kann's bereit. losgehen. Oh, bitte. Wenn du willst, nehme ich dich mit zum Stöberstaunenspiel. Ich kenne einen lustigen Reim. Oh Gott, lustige Reime. Lass mich bloß in Ruhe. Ei, Esel. Eh, komm Frosch, auf geht's. Du hast mich angeklickt, mein Junge, oder? Ich bin kein Junge. In der großen E-Eierfabrik gibt's viel zu tun. Du kannst die Eier färben, braten, ausbrüten lassen. Wenn du Welche Lust hast, Eier? mitzumachen, dann klick auf meinen Bauch und ich spucke ein Ei aus. Und was du nicht mehr willst, gibst du mir einfach zurück. Ich schlucke alles. Du schluckst alles. Ach, das dachte ich mir. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Ist dir schon mal ein Ei runtergefallen? Ja. Komm schon, probier's mal aus. Es macht Spaß. Oh Gott, dieses Geräusch. Oh nee. Kann ich das irgendwie färben? Oh, ey, das Geräusch. Oh, ausbrüten kann ich es nicht. Kann ich es braten? Oh. Toll. Jetzt habe ich grünes Rührei. Hier, friss. Der ist das. Was ist das für ein Spiel? Meine Ist das Lieblingsspeise, cool? mindestens so gut wie Insekten. Kacker noch mal ein Ei aus, bitte. Oh, du schaffst es. Du schaffst es. Ich glaub an dich. Oh, das Geräusch. Ich will mal wissen, kommt dabei was raus? Die Hüpfgans. Die kennt man ja. Bleib hier. Kann ich dich färben? Ups, ich bin aus dem Bild. Wo ist die hin? Ich muss mal ganz kurz zurück. Wo ist meine Gans hin? Sie ist weg. Gib mir mehr. Ich will Eier. Komm, drück, press, press, press. Du schaffst das. Wie Ein Wort mit E? Eier. Elektroofen. Ich will eine neue Gans. Huch! Hallo! Nicht weglaufen. Willst du rot werden? Wunderschön. Ah, sieht so realistisch aus, oder? Hier? Oh Gott, der frisst ja eine ganze Ente. Oh, press sie mal wieder raus. Die muss raus wieder. Ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen soll dazu. Kann man auch mehr Liebe Eier? Rühreier, möchtest du dieses Prachtexemplar nicht braten? Oh, jetzt ein Spiegelei. Komm, gib mir noch eins. Ach, man kann mehrere auf einmal machen. Ich will ganz viele Eier hier haben. Pressen, Frosch. Müsste da jetzt nicht eigentlich ein Basilisk bei rauskommen? Oh, schon wieder eine andere. Amy und die Wildgänse. Komm. Ich will noch mehr. Ich will die alle ausbrüten. Ausbrüten. Kommt da ein normales Huhn? Nee. Komm, komm, komm. E wie Ernte. Ich ernte. Komm. Ich ernte Eier.
Ich liebe Rühreier. Ist mir egal. Ich will brüten. Ein Fasan. Komm, ich will einen ganzen Zoo hier haben. Was ist das? Ein Strauß? Oh, ein Papagei. Nicht weghüpfen. Das ist doof. Ach, herrlich. Und was kommt dabei raus? Ein Hahn. Endlich mal ein richtiges Huhn. Die Geräusche sind viel zu realistisch, meiner Meinung nach. Eine Bestellung grüne Rühreier. Kannst halt, Klappe. Das hast du schon bekommen. Was ist das denn? Oh, wie oft kann man das machen? Pressen, los, pressen, Mr. Frosch. Wer hat sich das auch, welcher Erwachsene hat sich diese Konstruktion hier ausgedacht? So. Jetzt haben wir hier so einen ganz kleinen Zoo. Es werden ja immer wieder andere neue. Was ist das? Dieser Apparat da mit dem Glühbirnchen, das ist ein Brutkasten. Was? Leg ein Ei hinein und schau, was passiert. Was? Das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Wirklich jedes Mal ein anderes Vieh. Oh, guck mal. Möchtest du noch weiterspielen? Wenn du mir etwas in meinen Bauch stopfst, bekommst du noch andere Sachen. Das klingt falsch. Kann man etwa... Naja, das Spiel soll ja pädagogisch wertvoll sein. Also eigentlich müsste man Kindern beibringen, dass man ja aus Federvieh leckere Sachen zaubern kann. Ich probier's mal. Es ist wirklich passiert. Hier, friss. Das findet er gut. Da. Kann man auch den hübschen Vogel... ist dasselbe. Hier, grün, bitte. Rot. Blau. Weil wir wollen ja hier ganz realistisch bleiben mit den Farben. Und grün. Oh, das sieht gut aus. Hier. Alles wird jetzt weggeknuspert hier. Die bleiben dann sogar. Hier, friss alles. Ja, der Zoo, der wird jetzt aufgegessen. Ein Ei. Du machst aber auch Geräusche. Ein Hahn. Sieht eher aus wie so ein, weiß ich nicht, Lammkeule. Oder ist das ganz schön angebrannt? Ich weiß auch nicht. Ein Fasan. Bitteschön. Einfach rot und roh. Richtig blutig. Und deine Mom hat dir nicht dabei geholfen? Meine Mom hat mir nicht dabei geholfen, nein. Ich mache das mal ganz alleine. Kranker Scheiß hier. Blau. Toll. Habe ich selbst gekocht. Wie hast du denn das gemacht? Ich habe richtig hässliche, eklige Neonfarbe genommen und die auf die leckere Keule drauf geschmiert. Kann man das auch so schon färben? Na ja. Schön. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr. Sukkulent, das ist ein Fremdwort, weißt du? Aha. Und was heißt das? Ich meine, ich kenne das nicht. Ich kenne Sukkulenten. Das sind Pflanzen, die noch nicht ganz in der Wüste wachsen, aber auch nicht ganz in der gemäßigten Zone bzw. Tropenzone. Die haben halt so ganz dicke, fleischige Blätter und können Wasser ziemlich gut halten. Aber was zur Hölle war das, was du mir gerade erzählt hast? Das ist für Kinder! Die lernen gerade das Wort, den Buchstaben E. Wie Ei. Das ist einfach. Und du wirfst hier mit irgendeinem Fremdwort um dich. Böser Frosch. Schön pressen. So, das kriegst du gleich direkt wieder. Oh, die Geräusche, ey. Als hättest du durch, weil hier, roh. Wie hast du denn das gemacht? War ganz einfach, ganz einfach. Ich muss Stopp machen, das ist mir zu krass. Wenn du willst, nein, erzähl mir. Oh, kommt jetzt ein Lied? Im Eimer liegt ein dickes Ei. Ob das von Ente immer sei? Fragt Onkel Ernst den Eselbum. Die Ente quart mein Eigentum. Oh.
Sie hat sich redlich bemüht. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. F. F. Die F steht für Fleisch. Mhm, genau. Alter, was ist denn los? Was ist das hier? F steht für Frosch. Und für Fäkalien. F steht für Futtersilo. Fäkalien. F steht für Fleisch. Das ist so eine richtige... Das Geräusch... Die Stimme von der... Ich stelle mir so eine richtige klimakterische Mutti vor, wenn ihr redet. Mal sehen, was es zu diesem Thema noch alles gibt. Mal sehen, was es im Fernsehen an Kochrezepten gibt. QTV, Schwein-TV. Essen die Menschen Fleisch und Wurst von sogenannten Schlachttieren. Zu diesen gehören auch Schweine wie ich. Oh. Hamburger, Rinderbraten, Steak. Oh, ich kann gar nicht hinsehen. Speck, Schinken, Würstchen. Wow. Ist schon ein bisschen krass, oder? Also ich meine, es ist die Realität. Es stimmt schon, aber einem Schwein, das offensichtlich auch Tierversuche hinter sich hat, nämlich von der Kosmetikindustrie, sowas ansagen zu lassen. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen, ich hätte es den Bauer machen lassen. Und das hier sieht aus wie Pikachu. Ein Schweine-Pikachu. Speck. Hamburger. Oh Gott, wie ich sie quäle. Schinken. Würstchen. Oh Gott, stopp, ich will nicht mehr, stopp. Keine falsche Bescheidenheit. Wenn du Fliege. Willst, nehme ich dich mit zum Stöberstaunenspiel. Oh, bitte. Deine Stöberstaunenspiele sind super. Stöberstaunenspielen. Gedulde dich, du kannst ja gleich weiterspielen. Fantastisch, wir sind am Frankfurt, Fischteich. 120 Meter. Der Fischteich Meter. Fängt mit F an. Weißt du, klick auf meinen Bauch und wir gehen angeln. Cool. Flensburg, 570 Kilometer, Freiburg, 380. Aha. Hi, ein Fischer. Klick ihn an und schau, was er macht. Was? Oh, das war jetzt eigentlich nur mein Gedanke, aber... Aha. Lach doch mal. Wie bitte, der isst ganze Fischer? Was ist das denn für ein Frosch? Wow, ist das lecker, genau. Das ist ein Fischernetz oder sowas ähnliches. Hm, Kescher. Eine Fliege, super. Piep. Kann die nicht auch fliegen? Macht gar nichts. Schnorkelfisch. Eine Feuerfliege. Lass sie uns auf den Angelhaken stecken und schauen, was wir damit fangen. Du hast den Angler gefressen. Oh Gott, was ist mit ihm los? Der Technofisch. Eine Fliege. Ja. Schwarmfisch. Die Technofische. Mit dieser fliegt Nacktfisch. Nacktfisch. Gibt's auch angezogene Fische? Streifenfisch. Oh, sie haben richtig Spaß. Guck mal hier. Muss mitmachen. Oh. Tupfenfisch. Mein Bauch ist leer. Kannst du mir was zum Futtern bringen? Kann ich? Hier, Fliege. Gib mir den Fischer wieder. Wie soll ich denn fischen, wenn ich keinen Fischer habe? Wow, ist das lecker. Hi, ein da Fisch. Ist er. Klick ihn an und schau, was er macht. Ich will nochmal Furzgeräusche. Oh. Ach, warte. Vielleicht sollte ich mal eine Fliege ranmachen. Hast du den gesehen? Hä? Hier, eine Feuerfliege. Ach, Firefly. Das ist ein Glühwürmchen. Der hat das falsch übersetzt. Kumpel. Schau dir diesen Riesenfisch an, den ich gefangen habe. Was hast du denn gegessen, Mann, ey? Was ist denn bei ihm los? Oh, hey, ich kann die Fliege nicht doch. So. Hast du den gesehen? Was ist denn los? Oh, die wackeln. Oh. Das erinnert mich an SpongeBob. Da gibt es eine Folge, wo er dann auch so zappelt. Ich glaube, die Burger-Folge, die allererste. Oh, schön. Kann ich die nicht braten? Warum kann ich die nicht braten? Merci. Merci, ihr wollt Français mit mir reden? Ihr friss. Sukkulent. Schon wieder er mit seinem Sukkulent. Eine Sukkulent. Fliege. Ein Leckerbissen für Fische, wie du vielleicht weißt. Nee, weiß ich nicht. Will keiner. Schau dir diesen Riesenfisch an, den ich gefangen habe. Wie er da steht vor allem, ey. Hier der Nacktfisch. Oh. Ein Prachtbursche.
Oh, sie leben noch. Ist das toll. Dass wir hier, erstmal den Fischer essen. Nein, ich sagte, du sollst ihn essen. Nam, 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 nam. Gummistiefel und Jeans. Ah, oh, so gut. Irre Fischer sind die besten. Das ist wirklich gut. Ja, sag ich ja. Oh, jetzt geht er ab. Merci beaucoup. Das ist Französisch, weißt du? Ja, de rien. Es war auch Französisch. Fantastisch. Oh, ich muss Stopp machen. Ciao. Ciao. Du bist so schräg. Bitte gib uns einen hässlichen Reim. Zum Fischteich hüpft Frosch Fridolin. Nach Fliegen steht ihm heut der Sieb. Doch wartet schon der rote Fuchs. Der Fische lieber mag kein Jux. Kein Jux. Es fängt aber nicht mit F an. Ja, da kann ich gar nichts zu sagen. Das ist so doof. Ich möchte wieder zum G zurück. Zum nächsten Buchstaben, meine ich. Efke. Grille. Klick mich an, wenn du die Reime hören willst. Klick mich an zum Sachen suchen. Und wenn ich die anklicke? Ja, und Gefahr. G steht für Garn. Ja, was ihr labert. Voll das Garn. G steht für Gänse. Wow. Das wird dir sicher die Sprache verschlagen. Da bin ich mir sicher. Die weichen Flaumfedern der Gänse. Man füllt damit Betten und Kissen. Aber das Federnlassen bringt die Gänse in eine unangenehme Lage. What? Stopp. Was zur Hölle? Haben die das mit Paint gezeichnet? Die sind richtig krakelig. Die armen Viecher. Spinnst doch einfach. Daunen sind die weichen Flaumfedern der Gänse. Man füllt damit Betten und Kissen. Aber das Federnlassen bringt die Gänse in eine unangenehme Lage. Sie sterben dabei. Tschüss. Das muss man einfach sagen. Du rupfst. Die werden ausgerupft. Und wenn du Glück hast, in der Geflügelindustrie, sind sie tot, wenn das passiert. Es gibt aber leider auch welche, wo die lebendig sind. Und das ist richtig, richtig fies. Haben sie doch den Kindern nicht hier alles erzählt? Klick mich an, wenn du die unangenehme Lage. Klick mich an zum Sachen suchen. Was? Keine schrägen Sachen vom Frosch? Na gut, hören wir uns erstmal den komischen Reim an. Es laden ein zum Gartenfeste Gans und Grille viele Gäste. Für alle gibt es Gurkensaft und grüne Grütze. Die gibt Kraft. Kraft? Gerade Gewürzgurke gegessen, fällt mir dazu nur ein. Okay, du hast auf Pier geklickt. Freust du dich? Ohne Eile und alles ist wieder an seinem Platz. Wie gruselig du bist. Was tust du? G-Alarm, G-Alarm. Dinge mit dem Anfangsbuchstaben G sind in diesem Bild verborgen. Lass sie uns suchen, wir werden sie finden. Bist du bereit? Den G-Punkt suchen vielleicht, ne? Grapefruit, ich hab's. Hab ich da. Ich hab sie doch. Muss ich die da hinziehen? Grapefruit! Gartensalat? Ah, fast. Bedämm. Ne Gans, der Fisch? Guppi? Ah, naja, fast. Frupp. Gruselig. Ich sehe so gruselige Sachen. Grille? Ah, fast. Was war das? Gruseliges Zeug. Gras? Gerste? Einfach seltsame, lustige Geräusche machen. Das hilft. Ich sehe hier auch so eine Art Gans, aber wichtig ist, wo ist die andere? Klick mich an, wenn du einen kleinen Hinweis brauchst. Nee, ich will keinen Hinweis. Gras? Gras! Gras! Sag noch fünfmal Gras. Nein. Wo ist die... lass mich in Ruhe. Bitte. Nein! Ich will deinen Grashüpfer nicht. Sieht aus wie ein Pferdegesicht. Ich meine, ich sehe hier schon, dass hier Viecher sind, aber... Nein! Da ist sie. Mann. Gute Arbeit, Partner. Weiter so. Dankeschön. What? Was? Was zur Hölle? Was zur Hölle war das gerade? In welcher Crack-Dimension bin ich denn gelandet? Oh, dieses Spiel. Ich bin hier, um dir Gemüse. Gemüse
Oh, töte mich mit dieser... Ach so, ich dachte, das ist eine Sense, aber... Furchtbar. Was ist das? Ein Gecko. Die anderen Sachen kennen wir schon. Stopp. Also bis dann, ihr Kichererbst. Klick mich an, wenn du die Heime hören willst. Ja, Ende. Nein, lass mich in Ruhe. Oh Gott, was war das? Was nehmen wir denn als nächstes? Bitte nicht stören. Nee, die Zahlenstadt? Oh, Zahlen sind doch so lustig, ne? Eins. Oh, da ist er wieder, der Frosch. Taxi! Komm mit mir in die Zahlenstadt. Hey Leute, willkommen in der Zahlenstadt. Yeah. Okay. Hi, ich heiße Zack. Komm mit, wir schauen uns die Stadt an. Das hört sich gut an. Okay, los geht's. Hey. Das ist Schwein wieder. Platz da. Im kompletten Spiel wirst du 10 tolle Gebäude besuchen können, in denen eine Riesenladung Zahlen- und Geometriespiele auf dich warten. Aber für dieses kleine, feine Demo hier habe ich mir das Zoogeschäft ausgesucht, in dem du jede Menge Tiere zählen, sortieren, verkaufen und verändern kannst. What? Sehr gut. Das Zahlen-Zoogeschäft. Mal sehen, wer diesmal mit dir auf Abenteuertour geht. Ach, ich mag Tiere. Hör dir das mal an. Was? Ich höre nichts. Alter, der Frosch und das Schwein. Jetzt hat sogar Klamotten an. Ich sage ja, das ist die Frau von den Bauerbons. Ich habe es gemerkt. Guck mal, da sind ganz viele Viecher hier drin. Und hier. Sieht aus wie eine Mikrowelle. Hier, bitte er. Bitte. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis alles fertig ist. Ist das der Ladebildschirm? Oh Gott, was tust du? Hey, hier im Zahlen-Zoogeschäft können wir ganz verrückte Tiere machen. Bitte. Ich zeig dir wie. Zuerst stellen wir das Skelettometer auf. Was? 5 Füße. Ein Horn. Zwitschert wie ein Vogel. Ja, 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 ja. Und es hüpft wie ein Känguru. Alter, mein Mund steht gerade offen. Du kannst übrigens die Einstellungen jederzeit ändern. Klick auf mich, dann gebe ich dir ein paar Tiere, die du in die Maschine stecken kannst. Oh, voll krass, Frankenstein. Ein Kaninchen, ein Chamäleon kann bestimmt toll brüllen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh ja, das ist ja echt ein... Oh mein Gott! Ich will was. Warte. 8 Füße. Ein Geweih fliegt wie eine. Brüllt wie ein. Oh Gott! Ist das cool? Okay, das ist so mega schräg. So schräg, wirklich. Aber irgendwie geil. Keine Hörner, keine Füße. Null, nichts. Keine Arme, keine Kekse. Wie hat. Kriecht wie eine Schnecke. Hier, du Hund. Rein da. Wahnsinn, was ist das für eine Idee? Ein Horn. 2 Füße. 2 Füße. Krabbelt wie ein Krebs. Grunzt wie ein Schwein. So, du Schwein. Rein da. Wow. Man hat sogar... Sie, die Katze, hat sogar ihr Fell verloren. Was? 5 Füße. 8. Keine Füße. 2 Füße. Oh Gott. Hüpft wie fliegt wie ein... Zwitschert wie ein Vogel. Komm her, du. Ja, ist ja auch gleich ein Vogel. Das Nashornkaninchen-Sittich. Der Nashornkaninchen-Sittich. Voll süß mit den Ohren. Was, ey? Und du? Oh, sie will weg. Guck mal. Hilf mir, hilf mir. Bitte hilf mir. Und du? Ich will nicht, Hilfe. Ein Chamäleon. Komm. Der Chamäleon, Einhornsittich. Wow. Ein Geweih, 5 Füße. Nochmal das und dann... Kriecht wie eine Schnecke. Diese komische Kröte. Acht Füße. Ja.
Willst du mal ein Tier in die Mar- brüllt wie ein... Ja, komm, jetzt hier die Löwenschildkröte, ne? Was? Oh mein Gott, Missgeburten überall. Oh, die arme Katze, was machen wir? Keine Füße, lol, nicht ein Horn. Ein Horn. Wiehert wie ein Pferd. Ja, komm, jetzt mach mal einen Katzenfisch. Irgendwie ist sie noch süß, ne? Vor allem, wie sie einfach runterfällt. Was? Hier. Wird jetzt alles verkauft. Keine Füße. Zwei Füße. Fünf Füße. Komm, nochmal. Acht Füße. Ein Horn. Grunzt wie ein Schwein. Alter, ist super gruselig. Tentacle-Monster. Oh, was? Ja, tschüssi. Das sieht ja ganz süß aus. Also mit der Katze, da geht das sogar, finde ich. Und er hier, ich finde, er passt auch. Alle weg hier. Der Hund sieht auch noch ganz nett aus. Ah, die Katze. Oh Gott, irgendwie. Vor allem, dass das Füße hat, das Ding. Los. Wie die runterploppen immer. Willst du mal ein Tier in die- Plopp. Ups. Mal, wenn er nichts macht. Ein keine Hör. Keine Füße. Null. So, jetzt kriegst du gar nichts. Puff. Puff. Du bist wertlos. Einfach. Puff. Willst du mal ein Tier? Bitte weg mit dir. Wow. Einfach nur wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ah, Kuriositäten. Hier, setz dich dazu. Hm. Ah. Stell dir mal vor, du hast so ein Tier zu Hause. Oh, mal gucken, was gibt's denn noch? Yeah. Yeah. Jetzt müssen wir kurz warten, bis die Bilder fertig sind. Echt, ey. Hier konnte ich so richtig drauf los fotografieren. Und ob du es glaubst oder nicht, jedes Bild hat etwas mit der Zahl 8 zu tun. Okay. Such dir eins aus. Ich will Mäuse. Oh, schau mal, der ganze Korb ist voller Mäuse. Ich wette, das sind genau... besser du zählst sie selber, okay? 5, 7, 23, 75, 9, 3 Viertel, 4... 70? 8. Ach, unglaublich! Du hast wirklich perfekt gezählt! Finde ich auch. Klick einfach auf eins der... Oh, schau mal da. Ist das nicht... Ja, ich glaube, das ist eine Schlange. Ja, klar. Nee. Hast du die 8 schon gefunden? Das ist ein Unendlich-Zeichen. Das ist es. Stimmt, genau. Die Schlange selber sieht aus wie eine 8. Aber ich gebe zu, ich habe ein bisschen Angst vor Schlangen. Komm, solltest du wir auch. Verschwinden jetzt lieber von hier. Gefürchtet sind vor allem die Schlangenhosen, ne? Die Hosenschlangen eigentlich. Klick einfach auf eins der Bilder drauf, dann siehst du es ganz groß. Darf ich vorstellen, das ist Albrecht. Papageien können bis zu 80 Jahre alt werden. Da vor ihm liegen ein paar von seinen Federn. Wie wär's, wenn du die einfach mal zählst? Au! Hat eins, wehgetan! Aua! Sechs, sieben, acht. Ich glaube, zählen macht dir richtig Spaß. Hm? Das kannst du immer echt gut. Ja, finde ich auch. Klick einfach auf eins der Bilder. Glaub mir, dieses Spinnenfoto war eins der schwierigsten, total, die ich je gemacht habe, weil man ganz nah rangehen muss. Nee, aber nicht zwingend. Kannst es gibt du Zoom. Jetzt in aller Ruhe die Spinnenbeine zählen. Ich möchte nicht. Eins, pfui, zwei, ekelhaft. Was soll drei, das denn? Wie haarig, Mann, das krabbelt so. Bah. Sechs, boah. Sieben, acht. Aha, das ist die Zahl, von der wir gerade gesprochen haben. Welche? Klick einfach. Nee. Und jetzt sagen wir der 8. Gute Nacht. Mal sehen, was die anderen machen. Good night. Das waren 8 tolle Bilder. Echt stark. Aber Wilma ist nicht das Einzige. Ich will dich gar nicht hören. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen warten. Aber gleich ist es soweit. Bam, bam, bam. Wow. Was für
für ein riesiges Aquarium. Wow. Wie wär's mit deinem kleinen Unterwasserspielchen? Sehr gerne. Prima. Dann klick auf los. Los. Siehst du den kleinen Fisch da unten? Irgendwo im Aquarium schwimmt sein Zwillingsbruder. Ja. Für einen Damenfisch. Damenfisch? Was? Ballettfisch? Ein Ballerinafisch. Was hat das mit der Zahl 8 zu tun? Ein Aal. Narrenwal vielleicht? Ein Narrenfisch. Der Nerdfisch? Ein Winterfisch. Was ist ein das? Ein Taxifahrerfisch. Oh Gott, was ist ein das? Ein Schwabbelfisch. Ja, Schwabbelfisch habe ich auch am Bauch. Aber du bist ja ein echtes Genie. Wie wär's mit noch einer Runde? Okay, jetzt musst du dich anstrengen. Wirklich? Puh, die nächste Runde wird mächtig schwer. Ein Richterfisch. Ein Winterfisch. Carlson vom Dach ist das, ein ne? Ein Propellerfisch. Punktfisch. Ein gestüpfelter Fisch. Ah. Oh, der hat ja Zähne jetzt auf einmal, Ballerinafisch. Ein Ballerinafisch. Damenfisch, ist hier ein die Handtasche anders? Oh Gott, was ist das denn? Ein Torpedofisch. Brrr. Ja, yippie, hey, hey, das war eine tolle Leistung. Der Clown. Ehrlich, gut gemacht. Noch ein Spiel gefällig? Auf gar keinen Fall. Fische hin, Fische her. Meine vier Freunde fehlen mir sehr. Oh je, oh Gott, geh zurück, bitte. Zwillingsfische, was es so alles gibt. Wollen wir mal sehen, was hier sonst noch so alles rumschwimmt? Ja, der Affe. Ach, ich mag Tiere. Yay, und ab geht die Post. Das Kichererbsen. Susi im Tierladen. Ist der Affe Susi? Heißt er so? Ich nenne den Laden Heidis Zoo. Die Kunden halten vor dem Fenster, bestellen ein Haustier und können es dann sofort mitnehmen. Was? Heidi, das ist echt eine tolle Idee. Bin gespannt, was du zu meinem Haustier des Monats sagst. Jumper. Oh nein! Oh nein! Hey, Traumtänzer, komm sofort zurück! Pass auf den Laden auf, ja? Oh Gott! Na klar, halt! Traumtänzer, komm zurück! Toll, oh Gott! Ein Tierladen. Mal sehen, wann die ersten Kunden kommen. Du bist selbst ein Tier. Hey, du da. Ich will so ein grünes Tier mit zwei Beinen, aber ein bisschen Dalli. Was? Kommt sofort, mein Herr. Welches Tier ist denn das richtige Tier? Erstens, du bist selbst ein Tier. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was ist denn das? Hier, ein grünes Tier mit zwei Beinen. Bitteschön, mein Herr. Danke, meine Kleine. Genau das Tier, das ich haben wollte. Ich hoffe, dass ich ihm das richtige Tier verkauft habe. Der hat dir gar kein Geld gegeben. Pirat blamiert sich. Ah, wie süß. Der Pirat wollte einen Papagei. Doch er bekam einen Löwen. Hey Mann, ich wollte ein Tier mit zwei Beinen. Ein Löwe ist doch nicht grün. Und er hat außerdem vier Beine. Tja, ich glaube, ich brauche eine Brille. Ja, ich glaube auch. Das war's für heute. Wir haben verloren. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann ich nochmal? Yay! Und ab geht die Post! Muss ich jetzt das Ganze nochmal? Oh Gott. Oh nein, nicht nochmal! Im Tierladen. Ich nenne den Laden Heidi. Weiter. Oh. Psst. Hey, du da. Ich will so ein grünes Tier mit zwei Beinen, aber ein bisschen Dalli. Kommt sofort, mein Herr. Warum? Welches Tier ist wohl das richtige Tier? Ein Drive-In. Was ist das? Hier, Papagei. Fetter Bitte schön, Vogel. Mein Herr. Danke, meine Kleine. Genau das Tier, das ich haben wollte. Du hast keine Ahnung, Kind. Wer ist sie denn? Schnell! Ich brauche ihre zwei größten Katzen. Zack, zack. Sofort, meine Dame. Wir machen das jetzt mal Welches kurz richtig. Welches Tier soll ich nehmen? Die beiden sind so süß. Bitte schön. Also, das ist die eine. Aber die Kundin will zwei Katzen, also muss ich noch eine aussuchen. Die da. Bitte schön. Ha! Vielen, vielen Dank. Schön. Hör! Hör! Oh, oh. Hör? Ich glaube, ich habe ihr nicht das gegeben, was sie bestellt hat. Oh, süß. Ein kleines Kätzchen bringt die Löwenshow völlig durcheinander. Ich wollte zwei große Katzen. Eine Miezekatze kann ich nicht dressieren. Ach, sie meint die ganz großen Katzen. Da nicht so einfach, Tiere zu verkaufen. Aber nächstes Mal mache ich's besser. Das war's für heute. Und jetzt schalten wir wieder um zu Susis Freund. Yay! Oh Gott. Ab geht die Post.
Ich bin so sprachlos. Kichererbsentheater. Bitte, ich will es wieder überspringen. Okay, wir machen es jetzt einmal komplett richtig. Hey, Duda. Das dann Drive-In ist so falsch. Ist so fett falsch. Kommt sofort, mein Herr. Welches Tier ist wohl das richtige Tier? Ein paar Tiere to go. Ich will auch mal kurz mal einen Löwen kaufen um die Ecke. Danke, meine Kleine. Genau das Tier, das ich haben wollte. Oder sein Mann hat er nicht bezahlt. Schnell, ich brauche Ihre zwei größten Katzen. Ganz schnell. Zack. Sofort, meine Dame. Welches Tier soll ich nehmen? Fast-Food-Animals sind das hier. Also, das ist die eine. Aber die Kundin will zwei Katzen, also muss ich noch eine aussuchen. Hier, der Frosch, der guckt schon so, als wollte er ihn aufessen. Bitteschön. Ha! Vielen, vielen Dank. Hier. Vor allem, wie die alle in den Karton passen. Buongiorno. Ich brauche zwei Tiere ohne Fell. Aber dafür mit vier Beinen. Für meine neue Zooband. Für sein was? Alles klar. Zooband? Welches Tier soll ich nehmen? Oh, guck mal, er weiß schon, was auf ihn zukommt. Nein, hilf mir. Nein, ich will nicht dahin. Da, doch, bitte schön. Du. Und das du. Das ist eins. Jetzt brauche ich noch ein zweites. Du, Fristin, auf. Was da, ist denn das? Da, bitte schön. Grazie. Jetzt können wir heute Abend eine fantastische Zoo-Konzert geben. Was? Susi, Susi, im Fernsehen läuft gerade ein Bericht über meinen Laden. Was? Mach den Fernseher an, schnell. So einen Laden wie Heidis Zoo hat es noch nie gegeben. Wir haben die ersten Kunden nach ihrer Meinung gefragt. Tja, man fährt einfach hin, bestellt und zack, schon hat man ein neues Haustier. Ohne Heidis Tierladen hätte ich heute Abend nicht auftreten können. Die Bandmitglieder kommen alle aus Heidis Tierladen. Das wird eine tolle Party heute Abend. Hey Susi, das mein ist so Laden falsch. Ist jetzt schon ein Riesenerfolg. Ich danke dir. Komm, jetzt tanzen wir. Nein! Nein! Oh mein Gott. Oh, das ist so doof. Das war's für heute. Oh Gott. Das... Ja, fährt mal halt hin. Und mal sehen, was hier sonst noch so läuft. Ach, ich mag Tiere. Oh. Hör dir das mal an. Nee, ich will euch nicht anhören. Und du? So ein Zufall. Ich wollte gerade anfangen zu singen. Oh Gott, nein, bitte. Wollte keiner. Hör auf zu rappen. Na los, komm und schau deinen Freunden zu. Sieben Beutelratten und ein Känguru. Was? Tiere gibt's in meinem Zoo. Vier stehen, vier sitzen auf dem Po. Sechs Männchen von den Weibchen gibt's nur zwei. Reicht ja auch, ne? Fünf sind grün, doch gelb nur drei. Vier Tiere spielen im Gras. Doch alle acht haben eine Menge Spaß. Schön. Dieses Lied könnte ich tausendmal sehen. Ja, das glaube ich dir sogar. Aber keine Angst, ich weiß ja, dass du noch eine Menge sehen willst. Nee, ich will hier auf das Ende klicken. Oh Gott. Wow, also das waren jetzt schon mal zwei Demos. Die anderen heben wir fürs nächste Mal auf, würde ich sagen. Oh, wenn die zwei schon so krass waren. Oh, guck mal, hier Hosenland, da ist die Susi wieder. Dann wird's richtig lustig noch. Oh Gott. Ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit so ein Facepalm. Oh Gott. So, na dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.